So, wir befinden uns heute immer noch im Thema Untergang von Leistungspflichten und die heutige Veranstaltung ist, genauso wie die Veranstaltung jetzt am Donnerstag, besonders wichtig, denn wir behandeln die Unmöglichkeit. Die Unmöglichkeit ist uns schon ein paar Mal begegnet, nämlich als wir gesprochen haben über den Annahmeverzug, Sie erinnern sich, bei 300 Absatz 1 und bei der Gattungsschuld, bei 243 Absatz 2. Unmöglichkeit kommt extremst oft in Klausuren vor. Deshalb sollten Sie dieses Thema ganz besonders gut beherrschen. Bevor wir aber dazu kommen, wollte ich mit Ihnen noch den Stoff von letzter Woche wiederholen. Da haben wir bekanntlich gesprochen über die Aufrechnung. Ja. Was haben wir gemacht bezüglich der Aufrechnung? Nun, wir haben hier gesprochen über den Ausschluss der Aufrechnung, nämlich über einen ganz bestimmten Tatbestand. Und jetzt schauen wir mal, ob Sie sich erinnern, was denn genau der Ausschluss meint, für welchen Fall der überhaupt gilt. So, dann schauen wir mal, es ist nur eine einzige Antwort richtig, nämlich die erste. Über welchen Paragraphen reden wir hier überhaupt? Ja. 393. So, fangen wir mit der ersten Aussage an. Die Aufrechnung ist ausgeschlossen, wenn die Forderung des Aufrechnungsgegners auf einem vorsätzlichen deliktsrechtlichen Anspruch beruht. Wer ist denn der Aufrechnungsgegner? Das klingt so ein bisschen nach Konflikt. Wer ist denn hier der Aufrechnungsgegner? Ja? Ja, derjenige, dem gegenüber die Aufrechnung erklärt wird. Also nicht derjenige, der sie erklärt, sondern derjenige, der die Erklärung bekommt. Deshalb ist die erste Aussage richtig. Wenn Sie jemandem Geld schulden aus einem deliktsrechtlichen Anspruch, das heißt, Sie sind derjenige, der das Delikt begangen hat, dann dürfen Sie nicht aufrechnen. Das heißt, die Forderung, die gegen Sie gerichtet ist, die Hauptforderung, die darf keine deliktsrechtliche sein. Einverstanden? Warum ist die zweite Aussage falsch? Ganz einfach, weil derjenige, der das Opfer des Delikts geworden ist, derjenige, der verprügelt worden ist, der soll aufrechnen dürfen. Also wenn Sie geschlagen worden sind, dürfen Sie aufrechnen, ganz unproblematisch. Jetzt sagen Sie, ja, ist ja alles schön und gut, aber warum sind denn die letzten beiden Aussagen falsch? Wo liegt der Unterschied der letzten beiden Aussagen zu den ersten beiden Aussagen? Steht da nicht dasselbe? Ja? Ja, bei dem einen steht vorsätzlich und bei dem anderen steht fahrlässig. Und warum können Sie bei fahrlässigen Deliktsforderungen aufrechnen? Ganz einfach gefragt. So ist es. Im Wortlaut des Gesetzes steht vorsätzlich. Das ist ein Fehler, den habe ich ungefähr 1000 Mal in Klausuren in meinem Leben gesehen. Die Leute lesen immer nur A-Forderung auf Schadensersatz, da kann man nicht aufrechnen. Achten Sie darauf, es muss vorsätzlich sein. Nur wenn Sie absichtlich jemanden verletzen, dürfen Sie nicht aufrechnen. Wenn Sie versehentlich nur jemanden überfahren oder
versehentlich dessen Sachen mitnehmen, dann dürfen Sie aufrechnen. Also wenn es nur versehentlich ist, Aufrechnung ja. Wenn Sie absichtlich oder zumindest mit Dolus Eventualis jemanden schädigen, geht die Aufrechnung nicht. Klar die Unterscheidung? So, wenn Sie jemand verletzt, dürfen Sie immer aufrechnen. Das Opfer soll geschützt werden. Der Täter ist derjenige, der nicht aufrechnen darf. Gut. Wir haben aber nicht nur über die Aufrechnung gesprochen, wir haben auch über etwas anderes gesprochen, nämlich über sonstige Untergangsgründe. Und wir haben uns da angeguckt, die Hinterlegung, den Erlass und die Unmöglichkeit bei Annahmeverzug. Und schauen wir mal, ob da noch was von hängen geblieben ist. Ja, oh je, man kann durch empfangsbedürftige Willenserklärung auf Leistungsrechte verzichten. Aus welchen Paragraphen im BGB ergibt sich etwas anderes? Ja, 397. Wie kann man auf Leistungsrechte verzichten danach? Durch einen Erlassvertrag. Und was ist der Unterschied zwischen einer empfangsbedürftigen Willenserklärung und einem Erlassvertrag? Ja? Genau, bei einem Vertrag brauchen wir noch eine weitere Willenserklärung, die Annahmeerklärung. Ja? Sie erinnern sich ans erste Semester, Sie können nicht einseitig verzichten, es muss der andere zustimmen. Das heißt, wir brauchen zwei Willenserklärungen, die übereinstimmend sind und in Bezug aufeinander abgegeben. Deshalb ist die erste Aussage falsch. Die einseitige Verzichtserklärung ist rechtlich erstmal irrelevant, man darf trotzdem leisten. Wenn der Gläubiger sagt, ich will nichts mehr, kann ich trotzdem sagen, du kriegst es aber, und er kann nicht Nein sagen. Zweite Aussage, man darf Geld bei Gericht hinterlegen, wenn der Gläubiger die Annahme verweigert. Das stimmt, und woraus ergibt sich das? 372 Satz 1 BGB. Ja, 372 Satz 1 BGB, man darf Geld bei Gericht hinterlegen. Warum haben wir das mit der Hinterlegung überhaupt angesprochen? Welche Rolle kann die Hinterlegung in unserem Zusammenhang hier spielen, wenn wir über den Untergang von Leistungspflichten reden? Gucken Sie mal ins Gesetz. Ja, die Voraussetzung ist Annahmeverzug, aber warum ist die Hinterlegung wichtig? Was ist die Folge der Hinterlegung? Ja? Ja, 378 sagt, der Schuldner wird von seiner Verbindlichkeit befreit durch die Hinterlegung, aber nur wann? Was ist die zusätzliche Voraussetzung zum Hinterlegen? Ja? Ja, dass er auf sein Rücknahmerecht gegenüber dem Gericht verzichtet, er sagt, ich will die Sache nicht mehr haben, und in dem Moment ist Erfüllung eingetreten, das heißt, er wird so behandelt, als hätte er den Gläubiger geleistet. Ja? Also, erste Voraussetzung, er muss es hinterlegt haben. Zweite Voraussetzung, er muss auf die Rücknahme gegenüber dem Gericht verzichtet haben. Dann hat das die Wirkung, dass der Anspruch erlischt. Er wird also so behandelt, als hätte er erfüllt. Ja, der Annahmeverzug des Gläubigers führt zum Erlöschen der Leistungspflicht des Schuldners. Das haben hier sage und schreibe 8 Leute gesagt. Warum stimmt das nicht? Warum kann das nicht stimmen, intuitiv? Nach dem, was ich vor 30 Sekunden gesagt habe. Warum kann der Annahmeverzug nicht zum Untergang einer Leistungspflicht führen? Woraus können Sie das ganz offensichtlich entnehmen? Ja? Ja,
Zum Beispiel aus § 372, wenn schon der Annahmeverzug zum Untergang der Leistungspflicht führen würde, gäbe es ja gar keinen Grund, was zu hinterlegen. Es würde ja reichen, dass Sie sagen, Annahmeverzug und ich bin raus. Wenn das Gesetz also sagt, Sie dürfen hinterlegen, muss es da wohl offenbar noch einen weiteren Schritt erfordern, um hier den Untergang zu bewirken. Welchen wichtigeren Fall als die Hinterlegung hatten wir denn angesprochen? In welchem Zusammenhang haben wir über Annahmeverzug geredet? Sie erinnern sich vielleicht, als wir noch über Leistungsort und Leistungszeit und Teilleistung geredet haben. In welchem Zusammenhang können Ansprüche im Annahmeverzug untergehen? Ja. So ist es. Der Annahmeverzug führt nach § 300 Absatz 2 BGB dazu, dass die Gefahr des Untergangs auf den Gläubiger übergeht. Das bedeutet, in dem Moment, wo die Sache nach Annahmeverzug zerstört wird, muss der Gläubiger selbst bei einer Gattungsschuld oder einer Geldschuld keinen Ersatz mehr besorgen. Es beschränkt sich auf die einmal ausgesuchte Sache. Wenn die weg ist, ist die Sache untergegangen. Das heißt, der Untergang erfolgt dann nicht nach 293 oder nach 300 Absatz 2, sondern erfolgt nach 275 Absatz 1 BGB. Ja, letzter Punkt. Der Annahmeverzug ist eine bloße Obliegenheitsverletzung. Wovon grenzen wir denn diese Obliegenheiten ab? Was soll das denn überhaupt bedeuten? Was ist denn eine Obliegenheit? Ja? Ja, wir grenzen ab Pflichten von Obliegenheiten. Es ist keine Rücksichtnahmepflichtverletzung, das heißt, wenn ich es nicht annehme, gibt es dafür keinen Schadensersatz nach 280 Absatz 1. Es ist auch keine Leistungspflichtverletzung, das heißt, ich kann nicht klagen, jetzt nimm endlich mal an, ich habe da keinen Anspruch drauf. Das Einzige, was passiert, wenn der Gläubiger nicht annimmt, ist, dass ihn bestimmte negative Folgen treffen. Und wir haben da gesehen, es gibt zum Beispiel diesen 300, der in Absatz 1 sagt, dass der Schuldner nur noch Vorsatz und grobe Falsch zu vertreten hat und in Absatz 2 sagt, dass hier die Gefahr des Untergangs auf den Gläubiger übergeht. Das heißt, er trägt das Risiko, dass er nichts mehr bekommt. Wir haben aber auch gesehen, zum Beispiel 304 BGB, wo drin steht, ich muss dadurch entstandene Verwahrungskosten und Ähnliches ersetzen. Das sind alles nachteilige Folgen für den Gläubiger. Wer also nicht annimmt, ist selber schuld. So. Dann habe ich noch eine Folie mit Fragen, die ich aber jetzt nicht per Handy abstimmbar gemacht habe. Fangen wir mal hier mit der ersten Aussage an. Die Aufrechnung betrifft nur Geldforderungen. Stimmt das oder stimmt das nicht? Geht es bei Aufrechnungen immer nur um Geld? Ja? Stimmt nicht, man kann eine gleichartige Forderung gegen eine Aufrechnung. So ist es. Sie können grundsätzlich alle gleichartigen Forderungen gegeneinander aufrechnen. Das heißt, Sie müssen nur gucken, schulden die beiden sich das Gleiche. Das kann zum Beispiel auch sein bei Schrauben oder bei Mehl oder bei Milch oder bei Eiern. Es kann zum Beispiel aber auch sein sogar bei Stückschulden, nämlich dann, wenn der eine dem anderen einen Picasso schuldet und der andere schuldet dem einen ebenfalls einen Picasso, dann können Sie aufrechnen und es bleibt alles bei Null. Zweite Aussage. Die Forderung des Aufrechnenden gegen den Aufrechnungsgegner nennt man Hauptforderung. Sie erinnern sich, diese Begriffe Hauptforderung und Gegenforderung sind total schwer zu merken, weil jede Forderung gegen jemanden geht. Jede Forderung geht gegen einen anderen, denn sonst wäre es keine Forderung. Und die Frage hier sagt, ist die Forderung des Aufrechnenden gegen den Aufrechnungsgegner die Hauptforderung? Falsch. Ja, warum? Weil die Forderung des Aufrechnungsgegners gegenüber dem Aufrechnenden die Hauptforderung ist. Ja, in der Tat, die Forderung des Aufrechnungsgegners gegen den Aufrechnenden ist die Hauptforderung.
Und warum ist das so? Wie merkt man sich das, dass das die Hauptforderung ist? Und das müssen Sie sich merken. Wenn Sie das verwechseln, das ist ganz furchtbar. Dann fangen die Leute an zu weinen, wenn Sie das falsch machen. Wie merken Sie sich das? Was ist die Hauptforderung, was ist die Gegenforderung? Na? Ja? Der Aufrechnende hat gegen den aufrechnenden Gegner die Gegenforderung. Ja, das klingt ja auch gut, aber der Aufrechnungsgegner hat gegen den Aufrechnenden die Hauptforderung. Ja, aber das passt ja nicht. Denn ich habe jetzt das G und G kann man verbinden, aber nicht jedes. Also Sie sehen, der Aufrechnungsgegner hat eine Gegenforderung, ja. Ja, Sie können sich auch merken, die Hauptforderung ist die, die Sie hauptsächlich prüfen, die, deren Untergang Sie prüfen. Also die Forderung, die untergehen soll, ist die Hauptforderung. In der Klausur schreiben Sie, Anspruch könnte untergegangen sein, und dann sagen Sie, untergegangen sein ist die Hauptforderung, um die es mir hauptsächlich geht. Die Gegenforderung ist unter nebenbei. So, dann die Forderungen, die von der Aufrechnung betroffen sind, müssen nicht aus demselben Schuldverhältnis stammen. Was sagen Sie dazu? Richtig oder falsch? Ja? Ich würde sagen, es ist richtig. Ja? Ja, in der Tat, die Forderungen müssen nicht aus dem gleichen Schuldverhältnis stammen, sie müssen nur den gleichen Inhalt haben. Das heißt, sie müssen sich gegenseitig Geld schulden. Warum die sich Geld schulden, spielt überhaupt keine Rolle. Der eine kann einen Geldanspruch aus dem Darlehensvertrag haben und der andere aus dem Schadensersatzanspruch. Geld ist Geld, woher das Geld kommt, ist völlig egal. Letzte Aussage, die Aufrechnung bewirkt, dass beide Forderungen im Zeitpunkt der Aufrechnungserklärung erlöschen. Ja? Das ist falsch, weil 89 steht, dass die übergeordnet. Ja. Also ganz, ganz, ganz wichtig, 389 BGB sagt, es ist nicht maßgeblicher Zeitpunkt der Aufrechnungserklärung. Genau wie bei der Anfechtung, die Sie im ersten Semester gelernt haben, gibt es hier eine Rückwirkung. Und zwar die Rückwirkung tritt ein in dem Moment, wo Sie die Forderungen erstmals gegenüberstanden. Das heißt, wo beide Forderungen gegenüberstanden und durchsetzbar waren. Vorher kann man nicht aufrechnen. Nachher kann man beliebig oft aufrechnen, egal was danach passiert. Also wichtig, die Aufrechnung hat Rückwirkung. Merken Sie sich das. Ganz, ganz wichtig. So, jetzt aber genug zu diesen Sachen und zu unserem Hauptprogramm für heute. Wir gucken uns an 275 Absatz 1 BGB. Die Norm ist auf den ersten Blick und auch auf den zweiten Blick recht harmlos. Ich habe Ihnen das mal hier als Comic aufgemalt. Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit diese für den Schuldner oder für jedermann unmöglich ist. Das bedeutet, der Gläubiger, sehen Sie, das ist der, der den Pfeil hat, der den Anspruch hat, der ist traurig, weil er kriegt nichts mehr. Ja, der kriegt gar nichts mehr. Das ist alles weg. Umgekehrt, der Schuldner, sehen Sie hier, der guckt auch nicht wirklich begeistert, weil der muss zwar nicht mehr leisten, aber im Zweifel kriegt er auch keine Gegenleistung mehr, er kriegt also keinen Kaufpreis mehr. Ohne Arbeit gibt es kein Geld, ohne Kaufsache gibt es keinen Kaufpreis. Das heißt, die Begeisterung bei der Unmöglichkeit hält sich bei beiden Personen in Grenzen. Für die Freunde des Lateinischen können Sie sich merken, impossibilium nemo obligatur est. Man kann sagen, niemand ist zu Unmöglichen verpflichtet. Oder durch Unmögliches wird niemand verpflichtet, müsste man richtigerweise übersetzen. Sie fragen sich jetzt alle, was ist denn jetzt Unmöglichkeit? Und um Ihnen ein Drama zu zeigen, habe ich diesen alten Fall mal ausgegraben. Es gibt den V und der V hat einen alten Golf 2, Baujahr 1975. Und er verkauft ihn an K. für 5.000 Euro. Bevor der K. das Auto aber übergeben und übereignet erhält, taucht auf einmal der X. auf.
Und der X ist der absolute Todfeind des K und der gönnt ihm nichts. Und gerade um den K zu ärgern, bietet der X dem V für dasselbe Auto 10.000 Euro. Und der V schlägt sofort ein und übergibt und übereignet das Auto an X. Jetzt kommt der K. Und der K möchte gerne von V Übergabe und Übereignung des Autos aus 433 Absatz 1 Satz 1 BGB. Der V sagt, wieso, ich habe ja gar kein Auto mehr. Pech gehabt. Die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, ist, kann K von V Übergabe und Übereignung des Pkw aus 433 Absatz 1 Satz 1 BGB verlangen? Was sagen Sie dazu? Ja? Grundsätzlich besteht ja ein Vertrag, den wir für 433 brauchen. Mhm. Die Leistungspflicht könnte aber auch gegangen sein nach 275, wenn sie billigermaßen auch erhöht wird. Ja, also wir fangen ganz sauber an und sagen, K könnte gegen V einen Anspruch auf Übergabe und Abgabe des Autos aus 433 Absatz 1 Satz 1 BGB haben. Dazu müsste der Anspruch erstmal entstanden sein. Das setzt einen wirksamen Kaufvertrag voraus. Den haben wir. Spielt es eine Rolle, dass das Auto nochmal verkauft hat? Nur mal so als Test. Nein, man kann Sachen beliebig oft verkaufen. Alle Kaufverträge sind wirksam und bleiben wirksam. Zweite Frage, die wir uns stellen müssen: Ist der Anspruch vielleicht untergegangen? Und der Untergang könnte sich ergeben aus 275 Absatz 1 BGB. Der hat zwei Varianten. Wenn die Leistung für den Schuldner oder für jedermann unmöglich ist, das ist ein bisschen redundant, denn wenn es für jedermann unmöglich ist, ist es erst recht für den Schuldner unmöglich. Ja, das ist logisch. Wenn es keiner machen kann, kann es der Schuldner genauso wenig. Frage, welche der beiden Varianten liegt hier vor? Ist es für den Schuldner oder ist es für jedermann unmöglich? Gibt es jemanden, der den Kaufvertrag erfüllen könnte? Ja, der X kann übergeben und übereignen. Das heißt, für X ist auf jeden Fall unmöglich. Jetzt müssen wir es noch ein bisschen näher angucken. Ist es für den V wirklich unmöglich? Was könnte der V denn tun, um den Kaufvertrag zu erfüllen? Ja, er kann das Auto wieder zurückkaufen. Frage: Was meinen Sie dazu? Wie hoch stehen die Chancen hier, dass das Auto zurückkaufen kann? Ja, und? Also ich würde schnell zurückkaufen. Ja. Das ginge, aber X ist ja der Todfeind. Ich würde sicherlich sagen, ich würde das Auto nicht verkaufen. Ja, also die erste Aussage ist meiner Meinung nach irrelevant. Das Pacta sunt servanda nützt ihm ja nichts, weil der Vertrag ist eh schon erfüllt. Er hat das Auto ja nicht mehr. Das heißt, er kann nicht sagen, ich will nicht erfüllen. Die zweite Frage ist, kann er mit X einen neuen Kaufvertrag abschließen? Nach dem Motto, X verkauft das Auto zurück an V und V verkauft das Auto dann an K. Was meinen Sie dazu? So jetzt hier anhand des Sachverhalts. Klappt das? Nein. Warum nicht? Warum wird X nicht bereit sein, das Auto dem V zu verkaufen? Eben. Er hat extra 5.000 Euro mehr bezahlt, damit der K das nicht bekommt. Wenn er es jetzt wieder zurückverkaufen würde, würde er genau das Ergebnis kriegen, was er verhindern wollte. Selbst wenn ihm V jetzt 15.000 oder 20.000 Euro anbietet, würde er damit seinem Erzfeind einen Gefallen tun und das wird er auf keinen Fall machen. Frage, was würden Sie denn sagen, wenn in unserem Fall der X sagen würde, klar, ich verkaufe das Auto für 25.000 Euro. Wäre es dann unmöglich? X sagt V, kann es zurückkaufen, 25.000.
Ja, die Kollegin sagt, das sei zwar nicht unmöglich, aber sei doch völlig unverhältnismäßig, der würde auch einen Verlust machen. Spielt das für uns eine Rolle, ob der einen Verlust machen würde? Was meinen Sie? Ja, also nach 275 Absatz 2 gibt es in der Tat die Möglichkeit, dass man die Leistung verweigert, wenn es ein grobes Missverhältnis zwischen dem Aufwand gibt, hier Zahlung von 25.000 Euro, und dem Nutzen, den der K. von dem Auto ziehen könnte. Welchen Nutzen der K. aus dem Auto ziehen könnte, wissen wir gar nicht, weil das im Sachverhalt nicht drinsteht. Aber wir können einen Satz weiter gucken. 275 Absatz 2 Satz 2 sagt, wenn ich selber schuld bin, dass ich nicht leisten kann, dann muss ich besonders viel Mühe treiben. Also man könnte auch sagen, böse Menschen müssen bestraft werden. Und deshalb wäre hier in unserem Fall der V sogar verpflichtet, einen deutlich höheren Kaufpreis wieder an X zu zahlen, denn seine Geldgier ist ja die Ursache für die ganze Sache. Das gucken wir uns aber gleich nochmal näher an. Zusammengefasst, die Leistungspflicht wird nicht alleine dadurch unmöglich, dass die Sache an einen Dritten übergeben und übereignet ist. Denn er kann die Sache grundsätzlich zurückbeschaffen. Etwas anderes gilt nur dann, wenn sicher ist, dass er die Sache auf keinen Fall zurückerwerben kann. Wenn also der jetzige Eigentümer und Besitzer sich weigert, die Sache zurückzugeben, dann ist es unmöglich. Ansonsten, allein der Weiterverkauf führt nicht zur Unmöglichkeit. Jetzt meine Testfrage. Was würden Sie denn sagen, wenn das Auto geklaut worden ist? Da gibt es ja auch noch eine Chance, dass ich es wieder auftreiben kann, indem ich einen Privatdetektiv beauftrage, der durch ganz Europa rast und mein Auto sucht. Ist das unmöglich oder ist das nicht unmöglich? Spielt das Verschulden für die Unmöglichkeit eine Rolle? Ja, Sie würden sagen, es ist nicht unmöglich, aber unzumutbar, das heißt nach 275 Absatz 2. Jetzt muss ich Sie alle enttäuschen. Die herrschende Meinung sagt, es ist unmöglich. Es fällt unter 275 Absatz 1. Können Sie sich erklären, warum die das so sagen? Warum ist es unmöglich, ein gestohlenes Auto zu übergeben, zu übereignen? Das ist eine sehr schlaue Überlegung, die der Gesetzgeber sogar kennt in 313 BGB, den wir Donnerstag machen werden. Aber die hilft uns hier nicht weiter. Die Leute haben einen viel pragmatischeren Ansatz. Ja, man sagt, selbst wenn ich ganz viel Geld investiere, habe ich hier keine sichere Möglichkeit zu erfüllen. Ich kann zwar eine Wahrscheinlichkeit schaffen von 5% oder 10%, aber selbst diese Wahrscheinlichkeit ersetzt nicht das, was ich schulde. Ich muss keine riskanten Maßnahmen ergreifen, die nur eine geringe Erfolgsaussicht haben. Das heißt, die Beauftragung von Privatdetektiven würde nichts bringen. Es ist also maßgeblich, ob es irgendeine Handlung gibt, die mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu führt, dass ich die Leistung doch noch erbringen kann. Und der Privatdetektiv führt nicht zu dieser hohen Wahrscheinlichkeit. Deshalb tritt Unmöglichkeit ein, sobald das Auto gestohlen ist und ich muss nicht mehr machen. Weil die Wahrscheinlichkeit so niedrig ist, dass man sagt, dass dann irrelevant ist. Anders wäre es, wenn die Aufklärungsquote bei Autodiebstählen bei 95% läge, dann würde man sagen, dann muss er halt abwarten. So, wichtig, 275 spricht von einem Ausschluss der Leistungspflicht. Der Ausschluss der Leistungspflicht ist etwas anders als in 362, wo die Leistungspflicht untergeht. Der Grund dafür ist, es gibt Fälle, wo eine Leistungspflicht nicht mal für eine Sekunde entstanden ist. Zum Beispiel, haben wir schon darüber gesprochen, wenn ich Ihnen eine Reise zum Sirius verspreche. Oder ich verspreche Ihnen, Ihnen den Eiffelturm zu verkaufen. Dann sind das nach 311a Absatz 1 BGB wirksame Verträge. Aber es ist nie eine Leistungspflicht entstanden. Sie konnten mich nie verklagen, ob ich die Leistung erbringe, weil die Leistung von Anfang an unmöglich war.
Das BGB sagt, diese Verträge sind wirksam. Das hat zwei Folgen. Erstens, wenn Sie gedacht haben, Sie können erfüllen, spielt das keine Rolle. Zum Beispiel, Sie verkaufen Ihr Fahrrad. Das steht draußen vor dem Juridikum. Sie sind 100% sicher, dass es da steht, schließen einen Kaufvertrag, nehmen die 100 Euro entgegen, gehen raus und stellen fest, das Fahrrad wurde gerade gestohlen, während Sie hier drin über den Vertrag verhandelt haben. Kann passieren. Dann würde man normalerweise nach BGBAT sagen, könnten Sie anfechten wegen eines Irrtums. Sie haben gedacht, Sie hätten noch ein Auto oder ein Fahrrad, jetzt ist es weg. Können Sie nicht. Das BGB sagt, der Vertrag ist wirksam und Sie sind daran gebunden. Ihre Vorstellung ist irrelevant. Schwieriger ist die Frage, wenn Sie einen Vertrag schließen, den Sie nach dem Gesetz nicht erfüllen dürfen. Zum Beispiel, Sie verkaufen Ihrem Kommilitonen zur Linken 100 Gramm Marihuana. Dieser Vertrag verstößt gegen das Betäubungsmittelgesetz und ist deshalb nach 134 BGB unwirksam. Diese Unwirksamkeit bezieht sich aber grundsätzlich auf die Erfüllung. Sie können alle möglichen Sachen vereinbaren, Sie dürfen es halt nur nicht erfüllen. Frage, welche Auswirkungen hat das Verbot der Übertragung von Drogen im Hinblick auf den Kaufvertrag? Und da gibt es zwei denkbare Lösungen. Die Lösung 1 ist, wir wenden 311a Absatz 1 BGB an und sagen, ein Vertrag über den Kauf von Drogen ist wirksam, aber er muss nicht erfüllt werden. Ja, gibt es halt Schadensersatz oder Ähnliches. Was ist die andere Lösung? 134 zu erstrecken, nicht nur auf die Erfüllung des Vertrages, sondern bereits auf die bloße Verpflichtung. Das heißt, wenn Sie einen Vertrag schließen, ich bringe B um, wird bereits dieser Vertrag als unwirksam behandelt, genauso wie der Vertrag über ich verkaufe Drogen oder ich verkaufe Kinder oder was auch immer, dann ist schon der schuldrechtliche Verpflichtungsvertrag, ich verpflichte mich dir, Drogen zu verschaffen, unwirksam. Was denken Sie, macht die herrschende Meinung? Ich kann Ihnen sagen, das kommt drauf an. Es kommt nämlich darauf an, ob die sagen, die Wertung des Gesetzes soll bereits die Verpflichtung im Vorfeld verhindern, was zum Beispiel bei Attentäterverträgen der Fall sein soll oder bei Drogen. Oder es soll nur die Erfüllung verboten sein, was zum Beispiel bei Schwarzarbeit und ähnlichen Sachen in Betracht kommt. Wenn die Hauptleistungspflicht nicht die Steuerhinterziehung ist. Gut. Wir haben schon gesehen, dass BGB unterscheidet zwei verschiedene Varianten der Unmöglichkeit. Die subjektive Unmöglichkeit und die objektive Unmöglichkeit. Subjektiv immer dann, wenn es nur der Schuldner nicht kann, aber irgendjemand auf der Welt oder vielleicht sogar jeder andere könnte. Also wenn der Schuldner Ihnen verspricht, ich mache einen 100-Meter-Lauf und dann auf einmal querschnittsgelähmt wird, kann er diese Pflicht nicht erfüllen, aber viele andere könnten es, nützt aber nichts. Wenn der Schuldner Ihnen verspricht, ich verkaufe Ihnen hier diesen Laptop, dann kann ich diesen Vertrag erfüllen, aber der Schuldner nicht. Das heißt, diese Verträge sind subjektiv unmöglich. Andere Verträge sind objektiv unmöglich. Wenn die Sache endgültig zerstört ist, gibt es niemanden auf der Welt, der den Vertrag erfüllen kann. Wenn der Mensch, der die Pflicht erfüllen soll, gestorben ist, gibt es niemanden, der die Sache erfüllen kann. Wenn Sie ein Gemälde von einem Maler gekauft haben, das er erstellen soll und der Maler stirbt, bevor er gemalt hat, kann er den Vertrag nicht mehr erfüllen. Wenn Sie zu einem Konzert gehen wollen und die Sängerin stirbt, bevor das Konzert gelaufen ist, können Sie diesen Vertrag nicht mehr erfüllen. In der Klausur spielt diese Unterscheidung überhaupt keine Rolle. Sie müssen dazu also nicht seitenlang diskutieren, ob es objektiv oder subjektiv unmöglich ist. Wenn es offensichtlich ist, können Sie schreiben, es ist subjektiv unmöglich. Wenn es Ihnen nicht ganz 100% sicher ist, schreiben Sie einfach hin, es ist unmöglich und die Sache ist erledigt. Diese Differenzierung hat keine Rechtsfolgen. Deshalb ist sie auch irrelevant in der Klausur. Ebenso irrelevant ist die Unterscheidung zwischen rechtlicher und physischer oder tatsächlicher Unmöglichkeit. Rechtlich heißt einfach nur, es ist verboten.
Zum Beispiel bräuchten Sie eine staatliche Genehmigung. Wenn ich Ihnen sage, ich operiere in den Blinddarm raus, ist es grundsätzlich ein wirksamer Vertrag. Ich kann mich verpflichten, Ihnen den Blinddarm rauszuoperieren. Das Problem ist nur, wenn ich den erfüllen wollte, müsste ich mir eine ärztliche Approbation besorgen und die kriege ich nicht mal ebenso schnell. Das heißt, es ist mir rechtlich unmöglich, diesen Vertrag zu erfüllen, bis ich hier als Arzt zugelassen bin. Andererseits haben wir hier die physische Unmöglichkeit. Das sind die einfachen Fälle, die Sache ist zerstört, die Sache ist explodiert, die Sache ist irgendwo nicht mehr auffindbar. Dann ist es aus praktischen Gründen nicht erfüllbar. Hier gibt es gesetzliche Regelungen. Wenn ich Ihnen eine Sache verkaufe, die mir nicht gehört, ist es mir rechtlich unmöglich zu erfüllen, weil ich Ihnen kein Eigentum verschaffen kann. Das BGB sagt, Eigentum kann Ihnen nur der bisherige Eigentümer verschaffen. Während es mir praktisch unmöglich ist, wenn die Sache irgendwo im Wald verloren ist und ich gar nicht weiß, wo die ist, dann kann ich sie Ihnen nicht übergeben, weil ich sie nicht finden kann. Das ist aber kein rechtliches Problem, sondern ein tatsächliches Problem. Auch diese Unterscheidung können Sie aber direkt wieder vergessen. Da müssen Sie der Klausur nicht zu schreiben. Hauptsache, es ist aus irgendeinem Grunde unmöglich. Warum, kann Ihnen auch wieder egal sein. Jetzt kommen wir zu schwierigen Fällen. Die sind richtig kompliziert. Sie haben im ersten Semester gelernt, wegen einem Motivirrtum kann man nicht anfechten. Es gibt aber Fälle, wo das Fernziel der Leistung Inhalt des Vertrages geworden ist. Und diese Fälle können zur Unmöglichkeit führen. Wir fangen an mit dem einfachen Fall der Zweckerreichung. Sie bestellen einen Arzt, weil Ihr Kind eine Erbse in der Nase hat. Ja, also Kinder, kleine Kinder, nicht große, machen so lustige Sachen und die saugen dann so die Erbse und haben dann die Erbse in der Nase hängen. Und Eltern sind bei solchen Situationen immer panisch, die rufen dann an und sagen, Notarzt, Notarzt, mein Kind hat eine Erbse in der Nase. Dann fährt der Notarzt los, tatütata, bis zu Ihnen nach Hause, um das Kind zu retten. Und das Kind macht zwischendurch einmal Hatschi und die Erbse ist aus der Nase raus. Dann kommt der Notarzt mit seinem tollen Auto und sagt, ja, hier bin ich, ich operiere jetzt das Kind schnell. Und Sie sagen, ja, was willst du eigentlich, das Kind ist auch schon wieder total fit, geh mal wieder nach Hause. Dann ist die Erfüllung der Pflicht nicht praktisch unmöglich. Der Arzt könnte immer noch das Kind aufschneiden, wenn er wollte. Es wäre nur ein bisschen unsinnig, weil die Erbse ist halt raus. Ja, Problem gelöst, Kind glücklich, Arzt hat nichts mehr zu tun. Einverstanden? Das ist ein Fall der Unmöglichkeit, weil das Fernziel der Leistung, der Grund, warum der Arzt überhaupt tätig werden soll, ist weggefallen. Die Tätigkeit selber bleibt aber möglich. Der Arzt kann immer noch Menschen aufschneiden. Die etwas tragischere Variante ist das, was rechts steht, der Zweckfortfall. Sie müssen sich das dramatisch vorstellen, das Kind hat die Erbse in der Nase, der Notarzt fährt los, aber bevor er da ist, ist das Kind tot. Auch dann könnte der Arzt das Kind noch aufschneiden, so eine Art Autopsie durchführen, aber der Zweck der ganzen Maßnahme, das Kind zu retten, ist nicht mehr erreichbar. Auch da sagt man, ist Unmöglichkeit eingetreten, obwohl die Handlung noch möglich ist, kann der bezweckte Erfolg nicht eintreten. Ja? Also es kommt nicht nur darauf an, ob die Handlung möglich ist, es kommt auch darauf an, ob die Handlung überhaupt nur einen Sinn hat. Und einen Sinn hat sie nur dann, wenn es irgendjemandem nützt. Einverstanden? Um Ihnen das zu zeigen, wie schwierig das ist, habe ich Ihnen diesen tollen Fall mitgebracht. M und F wollen am 10. Mai heiraten. Heute. Für ihre Hochzeitsfeier haben sie die lokale Band B bestellt, die im Rahmen des Abendprogramms von 18 Uhr bis 23 Uhr Live-Musik spielen soll. Nicht länger, weil morgen sind wieder Vorlesungen, dann wollen die auch wieder fit sein. Aufgrund einer Lebensmittelvergiftung sind jedoch am 9. Mai, also gestern, alle Bandmitglieder erkrankt. Sie bieten jedoch an, statt am 10. Mai, am 12. Mai aufzutreten. Haben M und F noch einen Anspruch gegen die Band auf Darbietung von Live-Musik aus 631 BGB?
Romantik pur. Ja. Ja, in der Tat, ursprünglich mal hatten sie so einen Anspruch aus dem Werkvertrag, der könnte aber untergegangen sein, jetzt schon, obwohl es noch nicht mal 18 Uhr ist, wegen Unmöglichkeit nach 275 Absatz 1 BGB. Dann ist maßgeblich, naja, theoretisch können die ja noch auftreten am 12. Mai. Fraglich ist nur, ob der Zweck durch einen Auftritt am 12. Mai noch erreicht werden kann. Das ist nicht der Fall, weil die Hochzeitsfeier dummerweise heute ist. Dann müssen wir halt Musik vom Band nehmen oder MP3-Player. Und am 12. Mai nützt ihnen das nichts mehr. Also ist die Leistung der Band unmöglich geworden. Also ist der Anspruch von M&F auf einen Auftritt der Band untergegangen nach 275.1. So einfach ist das. Sehen Sie, Jura könnte so einfach sein. Ich habe Ihnen das auf ein Bild gemalt. Sehen Sie das? Es gibt den Zeitpunkt der Buchung der Band. Wenn die vorher kommen, nützt Ihnen das nichts. Wenn die sagen, wir spielen am 7. Mai, ist das für Sie völlig egal. Sie müssen spielen bei der Hochzeitsfeier. Wenn Sie danach anbieten zu spielen, nützt Ihnen das wieder auch nichts. Das Ganze nennt man absolutes Fixgeschäft. Warum heißt das Fixgeschäft? Weil es einen fixen Zeitpunkt gibt, nämlich diesen hier. Nur zu dem macht es einen Sinn, überhaupt aufzutreten. Deshalb Fixgeschäft. Fixiert auf diesen einen Moment. Davor ist irrelevant, danach ist irrelevant. Um die Sache zu komplizieren, gibt es aber nicht nur ein absolutes Fixgeschäft, sondern auch ein relatives Fixgeschäft. Und das ist jetzt nun wirklich verwirrend. Wenn Sie sich mal das im Gesetz angucken wollen, 323 Absatz 2 Nummer 2 BGB. Wenn Sie das so lesen, dann klingt das sehr nach unserem Hochzeitsfall. Die eine Partei macht deutlich, dass es ihr auf den Termin ankommt. Die Frage, die ich jetzt stellen muss, ist, wie verhalten sich relatives und absolutes Fixgeschäft denn zueinander? Wenn Sie den 323 Absatz 2 Nummer 2 sich angucken, wie verhält er sich zu unserer Konstellation hier? Ja. In Absatz 2 Nummer 2 steht ja, dass das wesentlich ist für den Gläubiger. Ja. In dem Fall ist es ja eigentlich essentiell für den Gläubiger. Das muss ja eigentlich. Ja. Also für 323 2 Nummer 2 genügt es, dass es wesentlich ist. Wesentlich heißt wichtig, es muss deutlich werden, danach ist es nicht mehr ganz so toll. 323 2 Nummer 2 setzt aber voraus, und das ist wichtig, normalerweise würde ich sagen, schreiben Sie es ins Gesetz rein, aber es nützt Ihnen nichts, weil Sie in der Klausur nichts reinschreiben dürfen. Der setzt voraus, dass danach eine Leistung immer noch irgendeinen Zweck hat. Sie mag vielleicht weniger wert sein, aber sie ist immer noch sinnvoll. Ja? Also man hat weniger Wert, aber immer noch einen Restwert. Während hier bei unserem Bandbeispiel, beim absoluten Fixgeschäft, hat es überhaupt keinen Wert mehr. Der Wert ist null. Also wenn der Wert null ist, absolutes Fixgeschäft. Wenn es einen Restwert gibt von 1 bis unendlich, dann ist es ein relatives Fixgeschäft. Merken Sie also, absolutes Fixgeschäft nur dann, wenn es absolut keinen Wert mehr hat. Wenn der Wert komplett vernichtet wird, wenn es nicht zum richtigen Zeitpunkt erfolgt.
Gut. Ganz unten hier in diesem Kästchen steht ein Hinweis, den ich Ihnen jetzt schon geben werde. Den machen wir nochmal immer wieder, bis Sie ihn sich gemerkt haben. Alle Dauerschuldverhältnisse sind absolute Fixgeschäfte. Was meine ich damit? Ganz einfach. Wenn Sie einen Arbeitsvertrag haben und mal nicht zur Arbeit kommen einen Tag, dann können Sie die Arbeit von diesem Tag grundsätzlich nicht nachholen. Sie können also nicht sagen, ich arbeite dann am Sonntag. Sie müssen die Arbeit in der vereinbarten Zeit leisten. Sie haben kein Recht darauf, es nachzuholen. Das ist ein absolutes Fixgeschäft. Wer nicht kommt zur Arbeit, hat halt Pech gehabt. Genauso ist es bei einem Mietvertrag. Wenn Sie eine Wohnung mieten ab 1. Juni und die Wohnung wird erst zum 30. Juni frei, dann macht es keinen Sinn, wenn der Vermieter Ihnen sagt, dann können Sie nach Ihrer Kündigung noch einen Monat länger drin bleiben. Sondern Sie müssen ja in der Zeit vom 1. Juni bis zum 30. Juni irgendwo eine Ersatzbleibe finden. Das heißt, auch da ist die Miete der Wohnung nicht nachholbar. Die Miete der Wohnung muss genau in der Zeit erfolgen, wo Sie es gemietet haben. Oder noch deutlicher, wenn Sie in Urlaub fliegen, in ein tolles Hotel in Mallorca, El Arenal am Ballermann, da fliegen Sie hin und Sie landen mit dem Flugzeug und der Hotelbetreiber sagt Ihnen, ja, diese Woche gibt es kein Zimmer, aber in 2 Wochen können Sie eins haben. Dann haben Sie ein praktisches Problem, weil in 2 Wochen Sie im Zweifel zurückgeflogen sind. Das heißt, auch da absolutes Fixgeschäft. Die können das nicht nachholen. Merken Sie sich also, es gibt ein gewisses Muster. Wenn es eine zeitliche Begrenzung gibt, wo die Leistung erbracht wird, von bis, bei Miete, bei Arbeit oder bei Reiseverträgen, dann sind die nicht verschiebbar, die sind fest. Und damit tritt immer Unmöglichkeit ein, wenn der Termin nicht eingehalten wird. Gut. In allen anderen Fällen haben wir nur vorübergehende Unmöglichkeit. Vorübergehende Unmöglichkeit hat nichts mit so 75 Absatz 1 zu tun. Vorübergehende Unmöglichkeit heißt einfach nur, solange es unmöglich ist, können Sie ihn nicht auf die Leistung verklagen. Er gerät auch nicht in Verzug, solange es nicht irgendwann mal möglich geworden ist. Weil er kann nicht leisten, aber er wird irgendwann wieder leisten können. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn der Zulieferer Probleme hat. Sie kaufen einen Neuwagen, irgendwie einen Porsche, und Porsche hat gerade so viel Nachfrage, dass sie mit der Produktion nicht nachkommen, dann kommen Sie halt auf die Warteliste. Dann ist es unmöglich für Ihren Autohändler, Ihnen Ihren neuen Porsche zu liefern, aber irgendwann klappt das und deshalb ist es keine Unmöglichkeit. Unmöglichkeit tritt da auch wieder erst ein, wenn entweder der Termin für Sie entscheidend ist, danach es überhaupt keinen Sinn macht, Sie erinnern sich, absolutes Fixgeschäft, oder aber, wenn die Situation so unsicher ist, dass wir ähnlich wie wir aus dem Diebstahlsfall sagen, da kann ja keiner mehr mit rechnen, ob er jemals ein Auto kriegen wird, auf so ein Glücksspiel muss ich mich nicht einlassen. In allen anderen Fällen bleibt Ihnen nicht viel anderes übrig, als abzuwarten. Sie können aber nach 323 BGB auch zurücktreten und sagen, ich will nichts mehr zu tun haben. Das kommt aber erst in 2 Wochen. Wir haben uns auch befasst mit Sonderfällen der Unmöglichkeit. Wir haben gemacht die Gattungsschuld, geregelt in 243. Und wir haben gesehen, wenn Sie sagen, ich verkaufe einen Neuwagen Modell A, dann gibt es von diesem konkreten Neuwagen theoretisch unbegrenzt viele und es gibt theoretisch auch die Möglichkeit, dass einfach neue hergestellt werden, dass der frisch vom Band läuft. Das heißt, Sie können mit jedem beliebigen Neuwagen Modell A erfüllen und damit, wenn der Wagen, den Sie sich ausgesucht haben, explodiert, muss einfach ein anderer her. Und so lange, bis mal einer beim Kunden ankommt. Ja? Grundsätzlich muss der Verkäufer sogar Sachen zurückkaufen. Also wenn der Verkäufer verkauft hat, das Auto schon an jemand anderen, muss er es zurückkaufen. Das ist seine Pflicht. Er muss auch für mehr Geld erwerben, als er kalkuliert hat. Das ist alles sein Problem. Er kann das aber im Vertrag beschränken. Wir hatten diesen Fall mit der Mühle, entweder ausdrücklich, indem er sagt, ich verkaufe nur meine eigenen Sachen, oder wenn sich aus den Umständen ergibt,
Wenn man nämlich sagt, der Müller wird nie als Verkäufer, als Zwischenhändler eintreten wollen, der wird nur eigenes Mehl verkaufen wollen. Wir haben dann gelernt, das ist der wichtige Teil hier unten, das Ganze kann sich konkretisieren. Konkretisieren bedeutet, dass nicht mehr eine beliebige Sache geschuldet ist, sondern diejenige, die konkret ausgesucht worden ist. Und wir haben gesehen, das richtet sich nach 243 Absatz 2. Der Schuldner muss das seinerseits Erforderliche getan haben. Und was bedeutet das? Was ist dieses seinerseits Erforderliche? Ja, bei der Hohlschuld, das heißt beim Regelfall, wo der Käufer zum Verkäufer gegen die Sache abholen muss, muss er ihm nur sagen, da liegt eine Sache für dich bereit und diese eine Sache von allen anderen Sachen absondern. Das kann er machen, indem er die einfach daneben stellt, er kann einen Aufkleber drauf machen, er kann ein Schleifchen drauf machen, aber es muss erkennbar sein, dass es nicht mehr in der Gesamtmenge drin ist, sondern reserviert ist für Kunden 1. Wir haben gesehen, es gibt aber auch andere Arten der Schuld, außer der Hohlschuld. Nämlich, welche anderen Arten der Schuld kennen wir? Ja? Ja, die Bringschuld und die Schickschuld. Wie erfolgt denn bei der Bringschuld die Konkretisierung? Was muss ich bei der Bringschuld tun, damit ich nur die eine Sache schulde? Ja? Ja, ich muss die Sache ausgesondert haben, das ist relativ unproblematisch. Ich muss sie aber auch dem Gläubiger eine Art angeboten haben, dass er in Annahmeverzug gerät. Was soll das heißen? Wann gerät man in Annahmeverzug? Das können wir deutlich konkreter fassen als diese abstrakte Aussage. Ja? So ist es. Ich muss sie ihm, wie sie zu bewirken ist, tatsächlich angeboten haben. Das heißt, ich muss zu ihm hinfahren und sagen, hier kannst du die Sache haben. Und dann haben wir noch die Schickschuld. Wie konkretisiere ich eine Schickschuld? Ja, der Schuldner muss wieder eine Sache aussuchen und diese ausgesuchte Sache einer Transportperson übergeben, die sie dann zum Gläubiger transportieren soll. In dem Moment, wo er die übergeben hat, geht die Gefahr des Untergangs auf den Käufer, auf den Gläubiger über. Wir haben auch gesehen, es gibt einen Gefahrübergang im Gläubigerverzug nach 300 Absatz 2 BGB. In welchem Zusammenhang spielt der insbesondere eine Rolle? Ja? Ja, das würde aber für 243.2 ja auch gelten. Warum brauchen wir den 300 Absatz 2? Für welchen Fall spielt der praktisch eine Rolle? Weil für die meisten Fälle hätten wir ja auch hier, wie wir gerade gesehen haben, 243.2. Bei der Geldschuld. Ja, warum bei der Geldschuld? Ja? Weil die Regeln der Gattenschuld auch nicht anwendbar sind und wir sonst der Fallvergang nicht immer beim Schuldner liegen würde und das wäre dann nicht besser. Ja. Also bei der Geldschuld sagt uns 270 Absatz 1 BGB, muss das Geld grundsätzlich beim Gläubiger ankommen. Das heißt, 243 Absatz 2 findet nie Anwendung. Das hat zur Folge, wenn der Gläubiger das Geld einfach ablehnt, hätte der Schuldner ein Problem, er müsste immer mit dem Geld hin und her laufen. Da es aber gefährlich ist, mit viel Bargeld durch die Gegend zu laufen, wendet man 300 Absatz 2 insoweit an und sagt, wenn der Gläubiger das Geld annehmen musste, die Annahme aber verweigert, trägt er das Risiko, dass die ausgesuchten Geldscheine dann auf dem Rückweg verloren gehen.
In den normalen Fällen der Gattungsschuld spielt das eigentlich nur eine Rolle, wenn der Gläubiger von vornherein gesagt hat, du magst bei mir vorbeikommen, aber ich verweigere eh die Annahme. 296. Er kann also sagen, komm ruhig vorbei, kriegst eh nichts. In dem Moment haben Sie auch wieder Annahmeverzug, ohne dass der Schuldner sich auf den Weg machen muss. Also Sie haben eine Bringschuld, der Schuldner fährt nicht hin, sondern er sagt, der Gläubiger hat mich angerufen, er will die Sache nicht haben. Auch dann haben Sie 300 Absatz 2, die Sache, die bereit liegt beim Schuldner, ist die einzige Geschuldete. Wir haben weiterhin uns beschäftigt mit der Wahlschuld. Sie erinnern sich düster, da gibt es am Anfang eine Wahl zwischen zwei verschiedenen Leistungsgegenständen. Ich habe es mal hier illustriert. Die Leistung A ist ein Auto und die Leistung B ist ein Pferd mit dem Namen Black Beauty. Das heißt nämlich B. Und man hat jetzt eine Wahl. Und das Wahlrecht kann liegen beim Käufer oder beim Verkäufer. Einer darf sich entscheiden, das ist im Vertrag geregelt. Nun kann es passieren, dass das Pferd stirbt. Das Pferd stirbt, bevor es übergeben und übereignet werden kann. Dann sagt uns 265 Satz 1, ist die Folge ganz einfach, geschuldet wird dann nur noch das Auto. Ja? Umgekehrt kann es passieren, dass das Auto explodiert, dann wird nur noch geschuldet das Pferd. Dann gibt es kein Wahlrecht mehr, dann gibt es nur noch das andere. Jetzt gibt es aber hier diesen kleinen Abzweig und diesen kleinen Abzweig. Der sagt nämlich, wenn derjenige, der das Pferd oder das Auto auswählen durfte, schuld ist, dass das Pferd tot ist, der hat das vergiftet. Oder dass das Auto explodiert ist, der hat das Auto einfach mit Bremsschläuchen angeschnitten oder irgendwas Dramatisches gemacht. Wenn der da schuld ist, der entscheiden durfte, dann darf der andere Ersatz verlangen, und zwar Schadensersatz. Er kann also sagen, ich nehme weder das Auto noch das Pferd, sondern ich verlange Schadensersatz für das tote Pferd. Also ich will Geld als Ersatz für das tote Pferd. Das darf er nur, wenn der andere das Pferd getötet hat. Ja? Nochmal, grundsätzlich, wenn das Pferd tot ist, kriege ich nur noch ein Auto. Wenn das Auto explodiert ist, kriege ich nur noch ein Pferd. Wenn allerdings die Ursache dafür, dass das Pferd tot ist, von dem anderen verursacht worden ist, dann kann ich mich entscheiden und sagen, ich will Schadensersatz. Ich will nicht dieses blöde Auto haben, stattdessen will ich Schadensersatz für das Pferd. Und umgekehrt, wenn das Auto explodiert ist, möchte ich das Pferd haben, ich möchte lieber Schadensersatz für das Auto. Das geht aber nur, wenn der andere dafür verantwortlich ist, dass ich die geschuldete Leistung nicht mehr kriegen kann. Ja? Aber wieso sollte denn der, der das Pferd hat, sagen, ich will nicht das Pferd, sondern Schadensersatz, der hat das Pferd doch nicht? Es geht darum, wer das Wahlrecht hat. Es geht nicht darum, wer das Pferd hat. Also stellen Sie sich vor, Sie sind Verkäufer und Sie sagen, ich liebe mein Pferd. Das ist total toll. Ich liebe aber auch meinen Traktor oder mein Auto. Ich sage, mein Auto ist auch mein Liebling. Aber ich brauche dringend Geld. Also schließe ich einen Kaufvertrag über 15.000 Euro über Auto oder Pferd. Was ich hinterher übergeben oder übereignen will, entscheide ich im letzten Moment. Ich behalte mir vor zu sagen, was du hinterher kriegst, aber du zahlst mir jetzt schon mal 10.000 Euro und du kriegst entweder Pferd oder Auto. Und ich sitze dann am Abend da und sage, Pferd, oh, Auto, oh, und denke immer nach. Und ich denke und denke und denke und dann sage ich, ach, ich mache mal eine Probefahrt mit dem Auto und fahre mit dem Auto schwungvoll gegen einen Baum. Das Auto explodiert. Dann sage ich, ja, dann ist die Sache ja klar, dann kriegt er jetzt ein Pferd. Dann sagt das BGB, hat er alternativ die Möglichkeit, also nicht ich, sondern er kann sagen, ich möchte jetzt das Pferd nicht mehr, ich möchte jetzt für das Auto Schadensersatz. So ist die Konstruktion. Es kann auch umgekehrt sein, dass er entscheiden darf, dann muss es halt genau spiegelbildlich laufen. Ich soll sozusagen das Wahlrecht nicht dadurch kaputt machen, dass ich einfach eine Sache zerstöre und sage, ha, jetzt kannst du gar nicht mehr wählen.
Also grundsätzlich darf ich das Wahlrecht des anderen nicht kaputt machen. Und wenn ich es kaputt mache, dann muss ich damit rechnen, dass ich Geld dafür bezahlen muss. Ja? Aber in dem Beispiel durfte gerade der Verkäufer wählen und der hat so eine Sache mitgefahren. Nein, es muss genau umgekehrt sein. Ja, wenn der andere wählen darf. Ja, also wenn der Verkäufer das Auto kaputt macht, muss der Käufer das Wahlrecht haben. Wenn der Käufer das Auto kaputt macht, muss der Verkäufer das Wahlrecht haben. Also immer derjenige, der es kaputt macht, muss derjenige sein, der nicht wahlberechtigt ist. Wir haben dann noch gesehen die Ersetzungsbefugnis. Der Unterschied, den sehen Sie hier, auch da schulden Sie Auto oder Pferd. Aber die Aussage ist wie folgt: Ich sage, ich verkaufe dir mein Pferd für 100.000 Euro. Behalte mir aber vor, dir doch ein Auto zu geben stattdessen. Das kann ich vertraglich machen. Wenn dann das Pferd stirbt, dann kann er von mir kein Auto verlangen, weil nur ich das Recht habe, stattdessen ein Auto zu liefern. Er hat kein Recht mehr gegen mich. In dem Moment, wo das Pferd stirbt, kriegt er maximal Schadensersatz. Wenn dagegen das Auto explodiert, kriegt er weiterhin das Pferd. Nochmal den Unterschied. Also, bei der Wahlschuld haben wir zwei Varianten. Entweder der Käufer darf entscheiden oder der Verkäufer darf entscheiden. Ja? Fangen wir mit der Variante an, der Käufer darf entscheiden. Wenn der Käufer entscheiden darf und der Verkäufer macht eine der beiden Sachen kaputt, dann sagt das BGB, kann der Käufer entweder die andere Sache verlangen oder Schadensersatz. Schlägt einfach nur der Blitz ein oder kommt ein Räuber oder Dieb, dann sagt das BGB, muss ich die andere Sache nehmen. Ich habe keine Wahl, ich kriege nur die andere Sache als Käufer. Ja? Stellen Sie sich vor, das Pferd wird vom Blitz getroffen auf der Weide, dann kriege ich nur das Auto. Dann habe ich keine Wahl, weil es kein Pferd mehr gibt. Wird das Auto von einer Bombe getroffen, die ein Attentäter darauf wirft, kriege ich nur das Pferd. Macht der Verkäufer das Auto kaputt, kriegt der Käufer entweder das Pferd oder Schadensersatz für das Auto. Macht der Verkäufer das Pferd kaputt, kriegt der Käufer entweder Schadensersatz für das Pferd oder das Auto. So einfach ist das System. Zweite Variante, der Verkäufer darf auswählen. Sie erinnern sich, der liebt beide Gegenstände, Auto und Pferd, und er behält sich vor, das nachher zu entscheiden. Wenn jetzt der Käufer hingeht und das Pferd abmurkst, dann hat der Verkäufer die Wahl, entweder das Auto zu liefern und dementsprechend dann Schaden zu kriegen, oder gar nicht zu liefern, zu sagen, ist hier Unmöglichkeit eingetreten, dann kriegt der Käufer nichts. Macht der Käufer das Auto kaputt, hat der Verkäufer die Wahl, entweder das Pferd zu liefern oder nicht zu liefern. Er kann sich also auf die Möglichkeit berufen. Diese Wahlmöglichkeit hat er, weil man das Wahlrecht nicht kaputt machen darf. Bei der Ersetzungsbefugnis nochmal gibt es eine Hauptpflicht und eine Nebenpflicht. Die Hauptpflicht ist das Pferd. Der Kaufvertrag geht nicht auf Auto oder Pferd, sondern er geht nur auf Pferd. Er erlaubt aber, dass man das Pferd ersetzt durch das Auto. Und dann ist die Rechtsfolge, wenn das Pferd stirbt, kriege ich nicht etwa das Auto, sondern ich kriege nur Schadensersatz. Wenn das Auto explodiert, hat das überhaupt keine Auswirkung, ich kriege einfach nur das Pferd. Der Unterschied ist also, es gibt keinen automatischen Wechsel von links nach rechts. Sie sehen, dass dieser Streifen fehlt. Ich sehe, es hat keiner verstanden.
Den letzten Sonderfall, den wir schon hatten, war die Geldschuld. Wir haben gelernt, alleine dadurch, dass sie pleite sind, wird eine Geldschuld nicht unmöglich. Es wird unterstellt, dass sie dann einfach arbeiten gehen und Geld verdienen. Oder sie bitten ihre Oma um Geld. Oder sie gehen zur Bank und kriegen da Geld. Geld hat man zu haben, oder man kann es auch anders ausdrücken, Geld kann man immer auftreiben. Wenn Sie wirklich arm sind, dann gehen Sie nach RTL, raus aus den Schulden mit Peter Zwegert. Und Peter Zwegert wird Ihnen sagen, wir leiten ein Insolvenzverfahren ein. Das Insolvenzverfahren hat für Sie den großen Vorteil, nach 3 Jahren beziehungsweise nach 5 Jahren sind Sie schuldenfrei. Das heißt, Ihre Gläubiger gehen leer aus. Die kriegen dann irgendwie 2% von dem, was Sie denen schulden, und dann ist es aus. Das ist für alle Leute, die QVC toll finden, eine tolle Sache. Sie können bestellen, 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 bestellen. Und irgendwann sagen sie dann, oh, ich bin pleite. Und dann machen sie Insolvenz, nach 3 Jahren sind sie raus. Wir haben einen einzigen Sonderfall kennengelernt, nämlich den Fall mit Bargeld. Wenn ich mit Bargeld losziehe und der Gläubiger lehnt die Annahme des Bargeldes ab und danach wird mir dieses Geld gestohlen oder ich verliere das, dann sind wir bei 300 Absatz 2 und es wird nur das konkrete Geld geschuldet und es tritt Unmöglichkeit ein. Aber nur für diesen einen Fall. Ansonsten wird Geld nie unmöglich. Ja? Geld hat man zu haben. So, das ist 275 Absatz 1. Gucken wir uns 275 Absatz 2 an. 275 Absatz 2 regelt, das haben wir eben schon gesehen, die Unzumutbarkeit. Und Sie sehen im Gesetz da 3 entscheidende Tatbestandsmerkmale. Das erste Merkmal ist Aufwand. Das zweite Merkmal ist Leistungsinteresse des Gläubigers. Und das dritte ist grobes Missverhältnis. Ja? Also Sie müssen sich das vorstellen wie eine Waage. Und auf der einen Seite der Waage steht das Leistungsinteresse und 10 Kilo. Und auf der anderen Seite tun Sie den Aufwand drauf. Das heißt, die Seite wird grundsätzlich immer überwiegen, wo das Leistungsinteresse draufsteht. Außer der Aufwand ist wirklich extrem viel größer. Um Ihnen das zu illustrieren, habe ich diesen hinterhältigen Fall für Sie mitgebracht. Der V hat dem K ein Gemälde für 500 Euro verkauft. Dieses Gemälde hat er auf dem Speicher gefunden und dachte, dass es von seiner Oma gemalt ist und eigentlich auf dem Markt wertlos ist. Der K weiß jedoch, dass es ein Original Rembrandt ist und der Wert mindestens 50.000 ist. Frühwerk, nicht so toll. Jetzt putzt der V seinen Speicher und er kippt versehentlich einen Eimer mit Wasser um. Folge dieser Aktion ist, das Wasser läuft über das Gemälde und es ist völlig versifft. Der Kunstrestaurator R könnte das Gemälde jetzt für 60.000 Euro wiederherstellen. Und wir fragen uns, hat K gegen V einen Antrag auf Übergabe und Übereignung des restaurierten Gemäldes, das heißt, es müsste erstmal wieder restauriert werden, aus 433 Absatz 1 Satz 1 BGB. Was sagen Sie dazu? Also kein schwieriger Fall jetzt. Genau darum geht es ja, also es geht ja auch.
Ja. Also, der Anspruch ist entstanden, es gab einen wirksamen Kaufvertrag, er könnte Untergang sein 75.2 und wir fragen uns jetzt hier, was ist denn der Aufwand und was ist das Leistungsinteresse? Was ist der Aufwand? Das ist relativ offensichtlich. Wie hoch ist der Aufwand? Ja? Ja, 60.000 für die Restaurierung des Bildes. Gut. Und was ist das Leistungsinteresse des Gläubigers? Ja? Aha, Sie sagen, ein Bild für 500 Euro, der Wert ist egal. Ist das so? Wie würden Sie das beurteilen? Was ist denn das Leistungsinteresse? Welches Interesse hat denn der K an der Leistung? Ja, er hat das Interesse daran, dass am Ende in seinem Vermögen ein Bild ist, was viel Geld wert ist. Muss es unbedingt ums Geld gehen? Wie er es als Kunstkenner? Was ist, wenn er sagt, ich würde das nie verkaufen? Ich wollte immer schon einen echten Rembrandt in meinem Wohnzimmer haben. Spielt das eine Rolle? Muss er es verkaufen wollen? Was meinen Sie? Ja. Es kommt nicht darauf an, ob er die Absicht hat, diesen Wert zu realisieren. Es reicht völlig, dass objektiv ein Wert in seinem Vermögen drin ist. Wenn Sie lesen, Leistungsinteresse, heißt das sogar, dass selbst dann, wenn er sagt, für mich persönlich, es ist ein Erinnerungsstück an meine Jugend, das hat einen subjektiven Wert, dass selbst das Berücksichtigung finden würde. Das müssen Sie dann irgendwie schätzen, wie viel das wert ist, diese Erinnerung an seine Jugend, aber auch das wäre ein Teil des Leistungsinteresses. Es muss also nicht nur um Geld gehen, es kann auch um Liebe gehen. Ja, also Liebe, Erinnerung, all das spielt eine Rolle. So. Ja? Kann anfechten. Ja. In der Tat, ein Irrtum über den Künstler ist grundsätzlich ein Eigenschaftsirrtum. Wann kann er anfechten? Ja? Ja. Ja. 121, sobald er den Irrtum kennt oder kennen müsste, was sagen Sie dazu? Unverzüglich, ohne schuldhaftes Zögern. Spätestens dann, wenn der Restaurator sagt 60.000, sollte man sich schon mal Gedanken machen. Wenn man dann nicht sofort reagiert und sagt, ich will anfechten, hat man im Zweifel Pech gehabt. Das heißt, da käme man nicht so einfach raus. Ja, also nochmal, auf der einen Seite haben wir das Leistungsinteresse des K, das wir nicht ganz genau beziffern können, das wir aber zumindest grob schätzen können mit den 50.000. Wir können nämlich sagen, es wird zumindest für ihn den Wert haben, zu dem er es weiterverkaufen kann. Andererseits haben wir den Aufwand für K. Der Aufwand für K beträgt 60.000. Frage, ist 50.000 zu 60.000 ein grobes Missverhältnis? Was meinen Sie? Ist das grob Missverhältnis? Ja, es sind 20% mehr von 50.000. Und wenn man jetzt an die Erlassfalle denkt, da war ein grobes Missverhältnis erst bei 60% zu nehmen. Also, das sind hier knapp 20%, also ein grobes Missverhältnis ist das nicht. Es ist ein Missverhältnis, aber das ist nicht so spannend. Ergebnis also, der V muss 60.000 Euro ausgeben, um dieses Bild zu restaurieren. Damit hat er Pech gehabt. Ganz wichtig für Sie in der Klausur, der Kaufpreis spielt hier überhaupt keine Rolle. Es spielt auch keine Rolle, dass der arme V hier in Riesenverluste tritt und hinterher total arm ist. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das ist eine knallharte Norm. Sie vergleichen den Vorteil für den einen und den Aufwand für den anderen. Man könnte auch sagen, das ist so ein bisschen Kelder-Hicks-Effizienz im ökonomischen Sinne. Gut. Ich habe versucht, Ihnen mal hier zu erklären, was ist das Leistungsinteresse.
Das Leistungsinteresse ist einerseits der reine Vermögenszuwachs, wie viel die Sache für ihn wert ist. Dazu gehört einerseits der Veräußerungsgewinn, andererseits aber auch der praktische Nutzen. Zum Beispiel, wenn Sie Taxifahrer sind und Ihr Auto ist in der Werkstatt, dann hat das Auto für Sie einen recht hohen Wert, weil Sie damit Geld verdienen können. Nicht, weil Sie es weiterverkaufen, sondern weil Sie damit Passagiere transportieren können. Das heißt, auch das wäre Ihr Leistungsinteresse. Das Interesse an der rechtzeitigen Reparatur ist der Gewinn, den Sie erwirtschaften würden, wenn Sie das Auto nutzen könnten. Erfasst ist aber auch das Liebhaberinteresse. Wenn Sie sagen, ich bin Kunstsammler und sammle Werke von alten Omas, dann ist auch das ein Vermögenswert und Sie müssen ihn irgendwie schätzen. Wie Sie den schätzen, ist dann schwierig, da müssen Sie irgendeine Zahl sich ausdenken. Grundsätzlich ist die Gegenleistung, das heißt, wie viel der dafür bezahlt, egal. Allerdings können Sie einen Grundsatz aufstellen, die Gegenleistung ist zumindest die untere Grenze des Leistungsinteresses. Dahinter steht eine ganz einfache Überlegung. Wenn Sie ein Bild für 10.000 Euro kaufen, dann wird dieses Bild für Sie mindestens 10.000 Euro wert sein, denn sonst würden Sie keine 10.000 Euro dafür ausgeben. Ja? Also die Gegenleistung bildet die Untergrenze dessen, was das Leistungsinteresse ist. Im Zweifel wird das Leistungsinteresse immer größer sein als das, was Sie dafür bezahlen werden. Umgekehrt, was ist der objektive Aufwand? Erstmal alle Kosten für Hilfspersonen, für Maschinen, für alles, was Sie aufwenden können. Es spielt keine Rolle, ob Sie dadurch in Insolvenz geraten. Sie mögen ein ganz armer Tropf sein, es wird nur geguckt, ob der potenzielle Aufwand extrem hoch wäre. Das ist eine rein objektive Abwägung, so ein bisschen wie VWL. Das hat nichts mit irgendwie Individualschutz zu tun. Und das muss ein grobes Missverhältnis sein. Und grob ist es dann, wenn es besonders krass und nach Treu und Glauben völlig untragbar ist. Es darf keinen Menschen auf der ganzen Welt geben, der sagt, dass es noch okay ist. Wenn Sie einen Menschen finden, der sagt, dass es okay und dieser Mensch noch einigermaßen vernünftig ist, dann ist es auf jeden Fall nicht ein grobes Missverhältnis. Um das zu ermitteln, müssen Sie gucken, wie ist das Schuldverhältnis ausgestaltet? Was kann man im konkreten Fall erwarten von den Leuten? Sie müssen aber auch gucken, wer ist schuld? Wenn der Gläubiger schuld ist, dass der Schuldner nicht leisten kann, das heißt, wenn der Käufer selber die Sache kaputt gemacht hat, bei der Probefahrt zum Beispiel, dann wird man vom Schuldner relativ wenig erwarten dürfen. Wenn der Schuldner verantwortlich ist, ist es genau umgekehrt, dann muss ich extrem viel Mühe geben. Wenn ich also das Gemälde vorsätzlich zerstöre oder wie hier fahrlässig, dann erwartet man von mir besonders viel Aufwand. Sie müssen immer im Blick halten, die Rechtsfolge ist zunächst mal, die Leistung entfällt, aber wenn die Pflichtverletzung vertreten ist, müssen Sie trotzdem Schadensersatz zahlen. Das heißt, allein dadurch, dass Sie sagen, der Aufwand ist nicht zu erbringen, heißt noch nicht, dass Sie rauskommen aus der Pflicht. Sie müssen dann das Leistungsinteresse in Geld vergüten. Das ist im Zweifel auch nicht viel besser. Außer wenn der Schuldner halt nicht schuld ist, dann kommt er da raus. Letztes Thema für heute, 275 Absatz 3 BGB. 275 Absatz 3 regelt auch einen Fall der Unzumutbarkeit. Der hat allerdings etwas andere Voraussetzungen. Erstens muss es sich um eine Leistung handeln, die zwingend persönlich zu erbringen ist. Das heißt eine höchstpersönliche Leistung, wo man niemand anderen schicken darf. Sie haben schon gelernt, das haben wir gehabt, als wir 267 besprochen haben, das ist insbesondere der Fall bei Dienstverträgen. Wenn Sie einen Arbeitsvertrag haben, können Sie nicht Ihren Bruder oder Ihre Schwester zur Arbeit schicken an Ihrer Stelle. Sie müssen da persönlich erscheinen. Zweite Voraussetzung ist, es muss ein Hindernis geben. Und dieses Hindernis muss in der Person des Schuldners liegen. Und wenn Sie das lesen, steht da nicht grobes Missverhältnis, sondern steht nicht zugemutet werden kann. Im Ergebnis läuft es auf das Gleiche hinaus. Sie müssen gucken, ob es nach Treu und Glauben noch vertretbar wäre, hier die Leistung zu verlangen.
Um Ihnen das zu illustrieren, habe ich auch dazu einen kleinen Fall mitgebracht. Wir haben die weltberühmte Operndiva O. Und die O soll in einer großen Konzerthalle am 9. Mai 2016 um 19 Uhr auftreten. Um 18.30 Uhr erreicht O einen Anruf, dass ihre Tochter T bei einem Autounfall schwer verletzt wurde und ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Kann der Konzertbesucher B nun nach 631 Absatz 1 BGB verlangen, dass die O auftritt? Und was sagen Sie dazu? Was müssen wir da abwägen? Genau. Also wir müssen abwägen auf der einen Seite das Leistungsinteresse des B. Der B will ein tolles Konzert besuchen, der will da einen netten Abend verbringen, der hat Ticketkosten, der hat vielleicht Anreisekosten, Übernachtungskosten, ganz armer Kerl. Das ist sein Interesse. Auf der anderen Seite müssen wir uns in die Rolle der O versetzen. Und die O hat hier Sorge um ihre Tochter. Die Tochter, die im Krankenhaus liegt nach einem schweren Unfall. Und wir wissen alle, die Familie ist heilig, Artikel 6 Absatz 1 Grundgesetz. Familie ist in Deutschland ganz wichtig und wir müssen jetzt fragen, ist es menschlich zu verantworten, vor diesem Hintergrund des höchst geschützten Rechtes zu verlangen, dass sie ihre Tochter im Krankenhaus sterben lässt, nur damit dieses verrückte Publikum den Konzertauftritt kriegt. Und wenn wir diese Abwägung anstellen, dann überwiegt das individuelle Interesse der Operndiva und deshalb muss sie nicht singen und der B kriegt deshalb kein Konzert. Um Ihnen das zusammenzufassen, auf der einen Seite steht exakt das Gleiche wie in Absatz 2. Das Leistungsinteresse ist genauso zu ermitteln wie in Absatz 2. Sie müssen also gucken, welche Vorteile erhofft sich der Gläubiger, wenn er die Leistung bekommt. Auf der anderen Seite überlegen Sie sich, welche Opfer muss der Leistende bringen. Und ein Indiz dafür ist alles, was im Grundgesetz besonders wichtig geschützt ist. Und dazu gehört zum Beispiel die Gewissensfreiheit und die Religionsfreiheit. Sie können zum Beispiel von einem Veganer nicht verlangen, dass er ein Steak isst. Das wäre unzumutbar, weil es in seine verfassungsrechtlich geschützten Rechte eingreift. Ebenso die Familie und natürlich Körper und Gesundheit. Sie können nicht verlangen, dass jemand sein Leben für Sie riskiert. Auch das wäre nicht zumutbar. Auch hier ist ähnlich wie in Absatz 2 eine Abwägung vorzunehmen. Grundsätzlich ist der Zumutbarkeitsmaßstab ähnlich wie in Absatz 2 umso strenger, je mehr derjenige selbst schuld ist. Letzter Punkt auf diesen Folien, dann können Sie auch Pause machen bis übermorgen. 275 Absatz 2 und Absatz 3 sind Einreden. Das sehen Sie daran, dass da steht, der Schuldner kann die Leistung verweigern, während in Absatz 1 formuliert ist, der Anspruch ist ausgeschlossen. Kann und ist ein Unterschied. Das heißt, die Leistungspflicht erliegt hier nur, wenn der Schuldner sagt, ich will nicht leisten. Wenn er leisten will, dann darf er auch leisten. Wenn also die Operndiva sagt, soll meine Tochter auch im Krankenhaus sterben, dann darf sie singen. Man darf auch völlig unwirtschaftliche Reparaturaufwendungen oder Rechercheaufwendungen tätigen. Das ist nicht verboten. Aber wenn man sich darauf beruft, und zwar ausdrücklich oder konkludent, dann erliegt die Leistungspflicht. Ja? Sehr einfach. Wichtig an der ganzen Sache ist, wo prüfen Sie das in der Klausur? Sie haben theoretisch zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, Sie prüfen es unter Anspruch untergegangen. Dafür spricht schlicht, dass die Rechtsfolge ist,
die Leistung besteht dann nicht mehr. Und zwar endgültig nicht. Die lebt nicht wieder auf, wenn er doch wieder Lust hat. Die können es aber auch prüfen unter Anspruch durchsetzbar und sagen, eine Verweigerung hindert die Durchsetzbarkeit. Die Erklärung kann ausdrücklich konkludent erfolgen und hat zur Folge, dass der Anspruch dann endgültig weg ist. Wir machen dann am Donnerstag weiter mit Paragraph 313 BGB und mit Paragraph 326 BGB. Vielen Dank.